Teil 3 zur Empathie, ein wichtiger Begriff, schauen Sie mal nach, wenn Sie nicht wissen, was das ist. Die Kraft reicht noch für einen dritten Kommentar, bis es abbricht, habe ich gedacht, da ist irgendwann Fohl, Fohl heißt auf Schwäbisch, nicht voll, sondern Fohl, irgendwann ist Fohl. Aber unempathische Leute gibt es auch. Beim Anruf, eine 500.000, behaupte ich auch, waren es mindestens von 100, die angerufen haben, war einer völlig unempathisch. Entweder hat gelogen oder was frei erfunden oder hat jemand gekannt, der höher ist als ich. Das war immer blöd, ne? Ich rufe jetzt mal da und da an. Das ist mir inzwischen egal. Ich habe ein paar Konsequenzen gezogen. Bis zum Jahresende gilt, ich bleibe entweder hier sitzen und gebe dumme Kommentare ab, oder ich lasse mich mit dem Taxi irgendwo hinfahren oder mit irgendeinem Fahrdienst. Sonst weder beruflich noch privat. So sieht's aus. Anhängig bei der zuständigen Behörde ist ein entsprechender Antrag auf Anerkennung. Das kann lang dauern. Und ich habe auch Geduld. Ich habe alle Geduld der Welt. Ich habe aber ein gutes Gespräch gestern geführt. Das habe ich schon öfters erwähnt. Und davon profitiere ich noch. Es ist auch schön, wenn es Menschen gibt, die empathisch sind. Jetzt sind wir dabei. Die müssen nicht mit dir total übereinstimmen. Die haben einen ganz anderen Lebenslauf. Die müssen auch politisch überhaupt nicht mit dir übereinstimmen. Nur wenn einer unempathisch ist, wenn er gar nicht weiß, was der andere will oder die Formulierung nicht versteht. Zum Glück sind durch zwei Schlaganfälle die Gehirnregionen nicht verloren gegangen, wo die Grammatik und die Sprachen beheimatet sind. Die Existenz war auch weg, mehrere Tage lang richtig durchgeblickt, das wissen Sie. Und das Erste, was zurückkam, waren die dummen Sprüche, hat einer gesagt. Dann musste ich lachen. Aber das brauchen wir auch, ein bisschen Witz. Ne? Also, Empathie kann man nicht lernen, entweder man hat sie oder man hat sie nicht. Leider gibt es eine bestimmte Quote von unempathischen, dummen Menschen, sagen wir ruhig dumm dazu, oder es hat psychische Hintergründe, oder es fehlt die Bildung oder irgendwas. Und die behaupten aber, im Recht zu sein. Und du kannst ihnen nicht das Gegenteil beweisen. Das ist das Gemeine an der Empathie, die nicht vorhanden ist. Du kannst ihm nicht beweisen, dass er nicht im Recht ist. Du kannst zwar die leider Marsch durch die Instanzen, haben wir früher mal gesagt, kannst hochgehen. Du kannst auch alles Mögliche vorlegen, heißt das eine Fälschung. Das kann ich auch. Ich kann auch ein Schriftstück, was vorgelegt wird, untersuchen lassen, kriminalistisch, wenn es sein muss. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht nicht darum, dass ich Recht habe, sondern es geht um die Sache immer noch. Jeder Mensch ist gleich, habe ich behauptet, und jeder in einer anderen Position. Und was im Moment sich abspielt in Deutschland, ist also ein Trauerspiel. Also ich finde, dass da ein Ruck, das hat der Herzog, hat das mal gesagt, ein Ruck, Herzog hieß der, mit so einem vollmundigen, ein Ruck muss durch die Gesellschaft gehen, ne? Aber der kommt nicht in Deutschland nie und immer. Ne? Also da vielleicht irgendwo anders, aber der Ruck. Und der Ruck bedeutet ja nicht, dass man den Nationalismus wieder entdeckt, den man im 20. und 19. Jahrhundert ja hatte, oder den Kapitalismus. Das sind Begriffe, die ich einfach mal verwende, aber das waren Irrwege. Der Kapitalismus, den kann ich ja nicht abschaffen. Es gibt sogar Leute, die von Great Reset sprechen und du musst es doch lesen. Ich sage, nee, also der Begriff ist ein bisschen komisch. Ist das jetzt Satire oder was willst du eigentlich? Nee, es gibt Leute, das habe ich gestern oder vorgestern ausgeführt, die glauben, morgen ginge die Welt unter. Und der Luther angeblich hat ja gesagt, da würde er trotzdem noch einen Baum pflanzen. So bin ich auch. Bloß habe ich keine Kraft. Ich bin froh und dankbar, dass ich diesen Rundgang machen konnte mit Handy, mit geladenem Akku, ne? Und Stecken. Das Stecken ist wichtig. Und dass hier ein Rotkehlchen durch die Gegend geflogen ist. Ich habe ja mal Vogelhäuschen aufgehängt, die gar nicht benutzt worden sind. Das war ein Rotkehlchen. Die Anzahl der Vögel hängt ja davon ab, wie viele Bäume oder Vegetationen in den Ortschaften sich befindet, und bei der Stadtplanung fehlt es ein bisschen. Es kommt zu kurz. Man hat immer zu mir gesagt, wer doch mal hier Stadtrat. Ich will Ihnen noch kurz sagen, wo ich überall kandidiert hatte, bereits 1984. Ne? Und bis es, das ist die Linda. Ich rede gerade mit dem Internet. Frau Linda. Du kannst aber gern reinkommen. Ich kürze das mal ab. Jetzt kommt eine Freundin rein und ich kürze mal ab.